Hallo, in meinem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr euch ganz, ganz einfach euer eigenes Flüssigwaschmittel machen könnt. Ich habe euch ja schon in einem anderen Video mal gezeigt, wie ihr aus Kastanien Kastanienwaschpulver machen könnt. Ist auch eine super Alternative, die gar nichts kostet. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr ein Flüssigwaschmittel sehr günstig machen könnt. In Zeiten heutzutage, wo die Welt ein Problem hat mit Plastikmüll, ist es eine super Sache, um Plastikmüll zu vermeiden. Ich mache mir das hier immer in so einer 5 Liter Glasflasche, fällt überhaupt kein Abfall an. Das ist mal der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, viele, viele Menschen haben auch Allergien oder Hautprobleme, Schuppenflechte, was weiß ich nicht alles. Schaut mal einfach auf so ein handelsübliches Waschpulver hinten drauf, auf die Zutatenliste, was da alles an Chemie und E und Zusatzstoffe, Farbstoffe und was weiß ich nicht alles drin ist. Da ist es auch eine schöne Alternative, wie gesagt, sich ein eigenes Flüssigwaschmittel aus eigenen Zutaten zu machen. Oder auch, schaut mal in meinem anderen Video, verlinke ich da nochmal, das Kastanienwaschpulver selber zu machen. Und das nächste ist natürlich der Preis. Ihr schont natürlich auch ganz deutlich euren Geldbeutel damit. Ich habe jetzt hier mal die Zutaten zusammengerechnet. Das wird ergeben, 5 Liter Flüssigwaschmittel reicht mir ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, je nach Wäscheaufkommen. Und kostet im Endeffekt 47 Cent. Weil was ihr dazu braucht, ist erstes mal hier Waschsoda, das bekommt ihr im Laden sehr günstig. Was ihr dann noch braucht, ist Kernseife, das ist auch sehr günstig. Das ist jetzt eine Variante, die leicht parfümiert ist, weil ich bekomme es hier leider nicht anders. Vielleicht bekommt ihr auch was komplett parfümfrei, wäre natürlich nochmal schöner. Dann kann man sich seine eigenen Düftchen reinmixen, wenn man das möchte. Was ihr noch braucht, ist ein Trichter, um das Ganze nachher in die Flasche abzufüllen. Wir brauchen einen großen Topf, das ist einer, wo 5 Liter reingeht, um das Ganze dann anzumischen. Ein Schneebesen, um die Zutaten zu vermischen. Einen Messbecher nehme ich nachher noch, um mir das einfach einfacher abfüllen zu können. Und um die Kernseife zu reiben, könnt ihr entweder mit dem Küchenmesser schön klein schneiden, kleine Flöckchen schneiden. Ich mache das jetzt so mit so einer Küchenreibe und dann löst sich das einfach ein bisschen schneller auf. Das ist auch der erste Schritt, den wir jetzt machen. Einfach mal die Kernseife reiben. Ich schalte euch wieder zu, wenn das Ganze erledigt ist. So, jetzt habe ich die Kernseife fein geraspelt. Jetzt nur mal zu den Mengenangaben. Also wir wollen jetzt ja 5 Liter Waschmittel machen. Für 5 Liter Wasser brauchen wir dann 100 Gramm von dem Waschsoda und ca. 75 Gramm von der Kernseife. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr ja noch irgendwelche ätherischen Öle mit reinmachen oder sonst irgendwelche Düftchen, die ihr gern habt. Das euch natürlich alle Freiheiten offen lassen. Das bedeutet, wir füllen jetzt erstmal hier 5 Liter in den Topf ab. 1 Liter haben wir schon drin, dass schon mal ein bisschen warm wird. Und dann geben wir die Zutaten da rein. So, jetzt warten wir, bis sich das Ganze hier erwärmt. Okay, dann können wir eigentlich nacheinander den Waschsoda und die Kernseife schon reingeben, dass ich das langsam auflösen kann, während sich das Wasser erwärmt. Wenn ihr das später in ein Behältnis abgefüllt habt und die ganze Flüssigkeit wieder abgekühlt ist, dann wird es wieder relativ fest oder eher so eine puddingartige Konsistenz. Wenn ihr das dann aber benutzen wollt, dann müsst ihr das nur einmal kräftig schütteln, dann wird das Ganze wieder flüssig. Nur mal so als Info. So, jetzt müssen wir einfach abwarten, bis hier das Ganze warm ist und sich die Kernseife und der Waschsoda gut gelöst haben. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. So, ich denke, jetzt hat sich die Seife und der Waschsoda ganz gut im Wasser aufgelöst. Ihr könnt natürlich auch einen Wasserkocher nehmen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller, wie hier in so einem großen Topf das alles aufzukochen. Gut, ich denke, wir schalten mal ab. Schneebesen brauchen wir nochmal. Okay, dann füllen wir das Ganze jetzt hier in die Flasche ab. Ich mache das mit Hilfe von dem Messbecher, ist ein bisschen einfach. So, ich hoffe, ich verschütte nicht die Hälfte. Mach's mal ganz vorsichtig.
paar kleine Stückchen sind noch drin, aber das ist nicht schlimm. Schäumt natürlich auch ein bisschen von der Seife, logischerweise. Und dann füllen wir das hier in unsere große Glasflasche um. Aufpassen, weil es schäumt. Okay, das lassen wir jetzt am besten ein kleines bisschen setzen, bis sich der Schaum ein bisschen beruhigt hat hier drin. So, dann ist das der Rest. So, auf jeden Fall, wir lassen jetzt noch kurz ein bisschen setzen. Habt ihr jetzt dann für ein halbes, dreiviertel Jahr Flüssigwaschmittel 5 Liter für unter 50 Cent. Das bekommt ihr sonst so auch nicht. Ich zeige euch mal noch eine ältere Flasche, wo ich hier noch habe vom letzten Mal. Also man sieht da, wenn das dann abgekühlt ist und so steht, das hat wie so eine wackelpuddingartige Konsistenz, das Ganze jetzt da unten. Und wenn man das dann aber einfach die Flasche nochmal wieder aufschüttelt, dann wird es zügig wieder flüssig. Und dann kann man das dann auch super benutzen. Also ihr seht, jetzt ist wieder einigermaßen flüssig das Ganze, ne? Und dann, ich nehme dann pro Waschgang so circa 50 Milliliter, entspricht immer diesen handelsüblichen Becherchen ungefähr, je nach Verschmutzung eurer Wäsche, mal mehr, mal weniger. Da, wie gesagt, könnt ihr euch noch irgendein Duftöl, ätherisches reinmachen oder was ihr sonst so mögt. Meine Variante ist schon leicht parfümiert mit so einem Zitronenaroma, das mag ich eigentlich ganz gern. Und als Weichspüler nehme ich dann natürlich wieder Essig und natürlich auch keinen handelsüblichen Weichspüler, weil Essig hat erstmal den Vorteil, es neutralisiert, wäscht die ganze Seifenstoffe wieder raus, es macht, dass die Wäsche weich wird und als positiven Nebeneffekt, es desinfiziert eure Wäsche und auch eure Waschmaschine, euer Fach, wo ihr das Waschmittel reinpackt und sowas, es wird gleich noch etwas desinfiziert. Also wie gesagt, so ist es im erkalteten Zustand, einfach wieder kurz aufschütteln, dann ist es wieder flüssig. So, jetzt hoffe ich mal ein bisschen Platz haben wir jetzt wieder, dass wir noch was reinkippen können. Mal kurz ein bisschen absetzen und schauen, dass der Rest auch voll reingeht. Na, beziehungsweise das Restchen, das nehme ich gleich morgen dann zum Waschen, dann ist das auch weg. Okay, so sieht dann unser Waschmittel aus. Ja, also ganz einfache Sache, ganz günstige, umweltschonende Sache. Probiert es doch einfach auch mal aus. Es geht super schnell, ihr braucht nur ganz wenige Zutaten und tut eurer Haut und der Umwelt was und eurem Geldbeutel natürlich auch was Gutes. Ich hoffe, euch hat mein kleines Kurzvideo gefallen. Wenn das so sein sollte, gebt mir ein Däumchen hoch, schreibt gern was Nettes in die Kommentare. Vergesst nicht kostenlos meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Und schaut auch mal meine anderen Videos an. Vielleicht gefällt euch da ja auch was. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Tschüss!